Hallo Welt! Heute gibt es Steinpilze. Das hier ist zerlassene Butter und das hier sind geschnittene Steinpilze. Wir werden sie gleich in die Pfanne füllen. Dann werdet ihr erleben, wie lecker das riecht. Jetzt sind sie in der Pfanne und damit ihr seht, dass es eine ordentliche Portion ist, jetzt mal hier meine Hand zum Vergleich der Pfanne. Und es köchelt und dauert jetzt ist es Viertel nach 18 Uhr. Ich denke etwa eine halbe Stunde, bis wir essen können. So, jetzt kam auch noch eine kleine krause Gluckenportion hinzu, die sehr gründlich gereinigt werden muss, weil in krauser Glucke häufig irgendwelche sandigen Bestandteile mit drin sind und darauf rumbeißen, das wisst ihr alle, schmeckt wie Sand. Beim Bratvorgang ziehen die Pilze jetzt erstmal Wasser, vor allen Dingen auch, weil ich die Steinpilze teilweise habe an der Kappe abspülen müssen. Und das kochen wir jetzt ganz weg und wenn das weg ist, dann brutzeln wir sie noch ein bisschen klein und fördern damit die Brataromen oder Röstaromen. Natürlich könnte man die Pilze auch so, wenn sie durchgekocht sind, schon gut als Beilage zu einem Reis, zum Beispiel Risotto oder zu Nudeln essen. Jetzt ist etwa eine Viertelstunde rum und ihr seht, das ganze freie Wasser ist weg und ab jetzt werden die Pilze tatsächlich gebraten. Ich nehme übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte, immer Butter zum Pilzebraten, weil ich finde, dass die Butter den Pilzgeschmack am besten trägt. Das kann man aber auch natürlich mit anderen Fetten machen oder wenn man nur dünsten will, eventuell auch nur dünsten. Das habe ich aber nie probiert und wüsste gar nicht, ob das nach meinem Geschmack wäre. Jetzt noch 2-3 Minuten weiter fangen die Pilze an, so richtig zu braten. Bisher habe ich den Herd auf volle Leistung gehabt, um das Wasser da wegzukriegen. Jetzt drehe ich auf etwa 2/3 Leistung herunter, um einfach das Anbraten zu erhalten, aber das Festbraten oder womöglich Anbrennen zu verhindern. Dann muss ich nicht die ganze Zeit dabei stehen und gucken, wie die leckeren Pilze noch leckerer werden. Jetzt sind etwa 20 Minuten rum und ihr seht, das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Die noch 10 Minuten, die ich vorhin angesetzt habe, die brauchen nicht unbedingt diese Kappenstücke, sondern die ganzen Stielstücke. Stiel ist immer etwas, ihr seht hier, das meiste, was hier so drin ist, ihr seht es nicht, wenn ich es zeige, das meiste, was hier so drin ist, sind Stielteile und die brauchen einfach etwas länger beim Braten, sonst sind die so etwas zähbissig und wenn die ein bisschen länger drin sind, dann werden die, haben die zwar immer noch Biss, aber werden etwas leckerer. Genauso verhält es sich mit der krausen Glucke, die auch sehr bissfest bleibt. Al dente, würde man sagen. Jetzt sind die Pilze im Prinzip so, wie wir sie mögen. Was noch fehlt, ist Salz. Das kommt jetzt nach Bedarf ein bisschen drüber und wem es nicht reicht, der füge sich am Tisch noch etwas dazu. Und gleich geht das leckere Essen los. Jetzt ist es aufgetischt und kann gegessen werden. Dazu essen wir heute ein leckeres Roggenvollkornbrot und ein paar Scheiben Tomaten für den frischen Teil. Wenn ihr es genauso macht, lasst es euch gut schmecken und guten Appetit. Bis bald, euer Papa E. Sollte euch das Video gefallen haben, macht ihr einen Daumen hoch. Sollte es euch nicht gefallen haben, einen Daumen runter und abonniert meinen Kanal.